Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1404. Letzte Folge haben wir uns hier praktisch einen Industriezweig mit der Eisenproduktion aufgebaut. Dann haben wir noch die Seilerei. Brauchen die Seile hier? Der Hafen eigentlich nicht. Ich weiß nicht, für was wir die Seile brauchen. Gute Frage. So, Material haben wir, Geld haben wir. Was ist mit der kleinen Werft? Wollen wir direkt dran hier? Ich würde fast sagen, ja, ne? Wie ist das denn hier mit der Kante? Oh, das geht natürlich ganz schön rein. So wäre gut. Ich glaube, so kommen wir vorbei. Ja, lass mal auch einen Abstand. So. Ja, jetzt dreht auch das Schiff ab, denkt sich. Warum rückst du mir hier auf die Pelle? Jetzt müsste es eigentlich hier gehen mit dem Schiff dahin. Abwählen. Mit dem Weg, oder? Bitte lass den Weg hier vorbeigehen. Ja, sehr gut. Sehr schön. Gut. Cool. Wir müssen noch die flüchtige Braut suchen. In der letzten Folge habe ich eigentlich ungewollt einen Auftrag angenommen. In der Stadt sind wir die erstmal gesucht. Bringen sie in Konto. Sind ab. Eine Nonne wird gesucht. Oh Gott. Da haben wir ja beim Stream davor haben wir schon gesucht und haben sie nicht gefunden. Eine Nonne. Ich gehe jetzt davon aus, dass eine Nonne schwarz gekleidet ist, ne? Da müsste doch wie eine Nonne halt aussieht. Das gibt jetzt wieder ein Ding. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Folge eine Nonne zu suchen und sie dann nicht zu finden. Das war nämlich beim letzten Mal so. Beeindruckend. Eine Eisenschmelze könnte sogar eine weitere Werkzeugschmiede versorgen. Ah. Ich könnte noch mehr Werkzeuge, dann könnte ich Werkzeuge exportieren. Bist du? Du bist die Werkzeugmacherei und die Eisenschmelze kann zwei von denen versorgen. Wenn ich jetzt noch eine... Habe ich hier oben noch eine in die Ecke? Warte mal. Dahin? Dann ist der aber nicht mehr so effektiv. Gut, das wäre auch nicht so schlimm. Kann man das drehen? Ne, es bringt nichts, weil das Ding ist viereckig. Gut, dann setzen wir sie halt so hin, ne? Lassen wir so produzieren. Wenn er uns schon den Tipp gibt, sollte man dann dahin gehen. So, jetzt aber hier die Nonne suchen. Nonne. Wo bist du, Nonne? Das ist echt, das war beim letzten Mal auch schon echt schwierig. Hier muss ich ja irgendwo... Also hat jemand gesagt, immer in Richtung Marktplatz oder bei der Kirche. Oder ein bisschen außerhalb. Natürlich die Frage, wenn die sich hier irgendwie... Nonne. Im Zweifelsfall ist sie auch so ein bisschen markiert, aber... Hänschen Pieper mal. Ich hoffe, dass sie halt aussieht wie eine Nonne, ne? Dass man... Dass man die auch wirklich so findet. Nonne? Hallo? Nonne, hier spricht Gott. Komm zur Kirche. Minias hat Allmachtsfantasien. Nein, ich will sie nur anlocken. Was? Links, da war sie. Oh Gott, Latenz vom Dings. Da. Ihr seid alle da. Ihr wollt mich bestimmt trollen. Der Segen des Herrn wird euch alle beschützen. Da, ihr seid alle da. Macht mich nicht nervös. Die Person hat einen leichten Blauschleier. Beim anderen Markt. Ich will sie finden, bitte. Norden im Marktplatz. Da
Also irgendwie raff ich denn das Prinzip nicht, wenn ich die... Da läuft sie. Beim anderen, okay. Ah, da ist sie ja. Nonne. Neue Ware, eben eingetroffen. Mutter? Spiel verstellt. Tut mir leid. Ein bisschen nah dran gewesen. Machen wir schnell wieder aus. Wo ist er hin? Da ist er. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Sehr gut, ich habe sie gefunden. Ihr konntet euch wirklich durchringen, mein Anliegen zu verfolgen. Ja, Hilfe suchender Vater. Eure Freundlichkeit ja, so beschämt mich. Oh, was haben wir gekriegt? 24 Tonnen Eisen. Haben wir gerade 24 Tonnen Eisen bekommen? Das ist ja Wahnsinn. Boah, ich bin erstmal kurz in die Map geklitscht. Das ist halt der Nachteil von diesem Addon. Ich habe das nur installiert, damit ich einen schönen Screenshot machen kann. Sehr gut. Haben wir. Aufgespürt. Haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben noch eine zweite Werkzeugschmiede gebaut. Jetzt können wir schon fast Werkzeuge exportieren, oder? Wir verkaufen einfach mal 10 Werkzeuge im Kontor. Gehen jetzt mal hier hin und sagen Export minus Werkzeuge. Wir machen mal 10. So. Dann kriegen wir Geld dafür. Dann haben wir ein bisschen was eingenommen, anstatt immer nur was auszugeben. Gut, dann können wir jetzt die Stadt weiter ausbauen. F10 ist die Postkartenansicht, warte mal. Nee, F10 ist es nicht. F10 funktioniert nicht. Da habe ich F11. Nee, das ist hier irgendwie diese Info. Es gab eine Postkartenansicht, kenne ich noch aus Anno 22 Epis. F1. 1. F1 doch Hilfe. Ah. Oh, krass. Oh ja. Sehr, sehr schön. Ah. Ja, das ist Postkartenansicht. Sehr, sehr geil. Super, danke. Cool. Da kann man natürlich schöne Screenshots machen. Das ist natürlich... Guck dich das mal an. Oh, den Kontor. Ja, das ist natürlich... Das sieht sexy aus. Da kann man natürlich... Das ist ja viel schöner, als einfach nur ranzugehen. Auch mit diesem Unschärfe-Effekt, der Miniatureffekt. Super. Dankeschön. Vielen Dank für den Hinweis. Da ist wieder der große Vorteil eines Live-Let's Plays. Definitiv. So. Die Kirche. Ich würde sagen, wir machen hier... Das müsste doch auch hier passen. Dass wir da hier noch Häuser dran bauen. Das war... Ziehen wir da eine Straße dazwischen? Mit einem Tastendruck können wir einen Hirnschutz glücklich machen. Definitiv. Wir machen mal noch ein paar Bauernhäuser. Ich bin nur überlegen. Doch, nee, wir setzen die so. Wir machen das. Der Bereich ist geblockt. Ach, das ist nicht breit genug. Verdammte Axt. Ja, gut, dann setzen wir zumindest. Ah, ist auch wieder Platz. So. Das gefällt mir nicht. Sorry, sie müssen nochmal ausziehen. Es tut mir wirklich leid. Da kriegen wir die nicht komplett hin, die Häuser. Oder wir machen eine Reihe hier so ran. Stein haben wir 59. Wir können mal die Straßen ein bisschen ausbauen. Dass wir zumindest die Hauptwege aus Stein machen, damit die sich schnell zwischen den Gebieten bewegen können. Zum Beispiel hier zwischen den Waren. 29 Stein, okay. Na, jetzt wird es langsam eng mit dem Material. Egal. So, jetzt müssten sie sich eigentlich ein bisschen schneller bewegen, beziehungsweise hier oben vielleicht noch. Ne? Komm. Ja, es wird natürlich... Nee, das wird jetzt langsam ein bisschen wenig. Dann müssen wir erstmal warten, bis wir da noch weiter Steine rausballern. Das ist sonst ein bisschen doof. Jetzt sind wir gleich wieder pleite. Aber jetzt haben wir so ein paar Hauptwege, haben wir jetzt auf jeden Fall schon in Stein. Dann können die sich schneller bewegen. Sehr schön. So. Seile. Wofür brauche ich Seile? Da brauche ich noch nichts, oder? Das Ding braucht keine Seile. Vielleicht für die Schiffsproduktion hier in unserem...
Ja, die brauchen Seile, alles klar, wenn wir Schiffchen bauen wollen. Da können wir dann Handelsbeziehungen eingehen. Da kommen wir später hinzu, würde ich sagen. Lass uns erstmal hier die Insel so ein bisschen aufpimpen. So. Die Kirche hat diesen Einfluss. Ich würde schon den Bereich ganz gerne nutzen. Es ärgert mich jetzt nur gerade, dass das hier so wenig ist. Warte mal, vielleicht können wir... Ich habe eine Idee. Häuser da. Zack, zack. Das langt nicht ganz, gell? Oder? Doch, das langt. Zweimal. Sehr geil. So, machen wir das so. Ziehen wir das hier erstmal durch. So. Genau. Das ist doch ganz schön. Machen wir vor der Kirche vielleicht noch so ein das meinte ich nicht. Ein Dorfbrunnen. Lassen wir das vielleicht hier frei. Mehr zu den Häusern hin. Genau, weißt du, was wir machen? Ich habe eine Idee. Wir machen hier so einen Weg aus Erde. Der Kater meldet sich auch. Easy, wir mitspielen. So. Und dann können wir hier dazwischen können wir noch Blumenrabatten setzen. Sondern. Ja, ist ja gut. So. Oh, das hat er da oben gar nicht ausgebaut. So. So einen kleinen. So ein Weg vor der Kirche und dann können die hier so ein bisschen chillen, ne? Was sie halt damals so 1404 gemacht haben, wie sie gechillt. Ja. Dekorationen brauchen verbrauchenden Platz und bringen nichts. Ja, aber es sieht schön aus. Okay, ich darf doch dekorieren, also bitte. So, die Kirche hat den Einflussbereich, das ist gut. Vielleicht sollte man das hier unten auch noch nutzen, ne? Das war den... Ist ja gut. Dass wir das hier unten noch ausnutzen. Dann können wir vielleicht hier unten nochmal Häuser dran setzen. Genau. Haben wir noch, haben wir noch. Zack. 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 Genau, hier haben wir noch die 6 Stück. Und hier können wir noch 3 einsetzen. Und einmal Weg. So. Sieht doch schön aus. So ein Marktplatz. Ich finde das schön. So. Haben wir auf jeden Fall hier den Platz ausgenutzt. Warte mal, wir müssten eventuell mal... Schade, dass ich hier nicht rumkomme, ne? Ich glaube, die gehen hier nicht um die Ecke. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Oh, da ist er weggebaut. Wir werden den Förster um 1 versetzen. Was ist denn, Izzy? Was denn? So, jetzt kann er nämlich um die Ecke rumgehen und der Förster ist trotzdem noch angebunden. Ich glaube, das ist besser. Ich bin mir nicht sicher, ob die um die Ecke gehen. Können wir hier mal aufforsten? Hat er schon. Geht nicht allzu viel. Der Weg von dem Obstding her wird natürlich eingenommen. So. Ich finde, man muss auch ein bisschen dekorieren. Man muss nicht immer alles auf Effektivität bauen. Und ich meine, mein Spielstil ist bestimmt nicht der effektivste in Anno, aber ich will ja auch ein bisschen schön bauen. Also, wenn es mir denn möglich ist, ne? Sehr schön. So, da haben wir ausgebaut. Hier haben wir, da haben wir noch dazu. Ich glaube, es könnte sein, dass irgendwann hier nicht mehr der Saft ausreicht, oder? Essen fehlt. Hm, wir brauchen noch einen Fischer. So, machen wir erstmal so. Das müsste reichen, damit er da noch Fisch abholt. Che. Wann kann man den Konto eigentlich wieder upgraden? Geht das überhaupt nicht? Wahrscheinlich nicht. 60 Werkzeuge. Ich glaube, wir sind ganz schön am Limit. Ja. Und wir haben keinen Mackhahn, um den Kram abzuholen. Haben wir das Ding schon ausgebaut? Mittleres Markhaus, ja. Haben wir. So, was ist denn hier drüben? Hier haben wir auch noch Hafen. Vielleicht sollte man in diese Richtung noch ein bisschen expandieren. Gute Frage.
Die Kirche geht bis hierhin. Hier ist noch ein Marktplatz. Wird vielleicht gerade noch eine zweite Kirche bauen, ne? Also die greift bis hier ein. Dass wir vielleicht hier noch eine Kirche dran setzen. Dass sie da glücklich sind. Vielleicht so. Warte mal, wie weit war das bis hier? Moment. Bis hier zu der Reihe von den Häusern. Okay, dann bis hier, das wäre dann... Genau, perfekt. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Einfluss für die Bürger hier hinten. Und das müsste das mit reinkriegen. Ja, super, als hätten wir es geplant. Schön. Sehr gut. Die Märkte kann man auch ausbauen. Ja, bis jetzt noch nicht. Aufstiegsrechte freigeben. Gesperrt. Achso, das ist da, wenn sie sich nicht entwickeln sollen oder so weiter. Genau, ja, alles klar. Kann man auf jeden Fall, ja. Dekoration kostet nur Geld. Ja, mein Gott, ne. So, Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. Schon wieder eine Eskorte? Ja, manchmal ist es erforderlich, den Ausbau der Wohnviertel genau im Auge zu behalten. Ah, der sagt auch noch, dass der Ausbau, okay, alles klar. Dass der gesperrt ist und wir müssen dahin, das Schiff müssen wir eskortieren. Machen wir das mal fast forward. Der Aufstieg eurer Siedlung ist bemerkenswert. Oh, wir sind aufgestiegen. Da ist er doch. So. Begleiten. Und dann filmen wir wieder aus dem Hafen. Wahrscheinlich müssen wir wieder ballern. Müssen wir mal gucken. So. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag sagen? Sehr gut. Und eskortiert automatisch. Ja, er fährt mit. Sehr gut. Jetzt gleich mal nach unserem Kater hier gucken. Der dreht im Hintergrund durch, das habt ihr vielleicht gehört. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Wir werden einfach mal ein bisschen im Fast-Forward-Modus hier diese Eskorte wieder machen. Wahrscheinlich werden wir wieder unterwegs angegriffen. Der fährt er wieder die gleiche Strecke raus? Er fährt doch wieder genau den gleichen Kurs wie vorhin schon, oder? Wenn ich das hier auf der Map gerade sehe. Nur, dass wir jetzt in einer anderen Perspektive hier mitreisen. Ja, das ist wieder genau der gleiche Kurs. Anscheinend ist das die Handelsroute zu anderen Ländereien oder... Keine Ahnung. Ich weiß... Aha. Ja, Angriff. Bam, 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 bam. Das kennen wir ja schon. Ah, mein Schiff ist so effektiv. Außerdem ist es eine kleine Schaluppe. Oder wie man das nennt. Verlassen. So, der haut jetzt hier ab, oder? Ne, ist abgehauen. Die feige Sau. So, den schicken wir nach Hause. Nach Synapsia in den Hafen. Und der müsste jetzt losfahren, oder? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Der fährt auf jeden Fall außen rum. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Der Kater macht Stress. Wir sind am Ende einer Folge von Anno 1404 und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.